zu unterbrechen und fliegen jetzt zum alten Häuptling. Und wir haben sogar die Richtung richtig angepeilt. Das ist nicht weit von hier. Das ist, wie gesagt, also die Menschen fangen, wo fangen die denn an? Das ist jetzt eine interessante Frage. Na, die fangen hier an, zum Gasthaus und zum Adler. Gehen dann einmal in die hier rein und dann müssen sie gut der namenlosen Helden. Und das ist das zweite Dorf, Feste Ewigstrom. Und das dritte Dorf ist dann das Holzfällerdorf. Ja, ja, so ist das. Und jetzt müssen wir zum Gut der namenlosen Helden. Ach, da sind wir schon quasi. Wir sehen hier schon die Anfänge von dem Dorf. Und ja, ist nicht weit. Ganz viele Materialien, die sich hier befinden, die wir aber jetzt zum Glück nicht mehr brauchen. Und jetzt fliegen wir noch ein Stückchen. Dann sind wir auch gleich schon. Oh, oh. Jetzt landen wir mal eben, weil hier sind Level 50er Monster und ich vergesse immer, ob die aggressiv oder eher passiv eingestellt sind. Und bevor sie mich angreifen, gehe ich lieber runter. Was hat er denn für eine Quest hier? Das muss ich gerade mal auf den Grund gehen. Was? Hallo, ich rede mit dir. Okay, er hat einfach so ein Quest-Symbol über dem Kopf, das grau ist, aber trotzdem irgendwie einen Sinn haben. Also in dem Dorf ist nie was viel. Also es sieht nicht anders spektakulär aus als unsere Anfangsdörfer. Drachenquest. Bevor der große Akusau starb, ach Akusau war ein Kerl, gab er den Bewohnern den Bewohnern der Welt folgende Prophezeiung. Der einzige Weg zur Kommunikation mit Drachen wird der Drachenbefehl sein. Wie finde ich Drachenbefehle? Indem ihr den Drachenquest abschließt, erhaltet ihr die Möglichkeit, goldene, silberne und kupferne Drachenbefehle zu erhalten. Wenn ihr diese erhaltet, könnt ihr sie beim Drachenquest-Direktor gegen leistungsstarke Gegenstände eintauschen. Gut. Der Mentalist Seher vom Silberteich kann euch auch beim Drachenquest helfen. Bringt ihm dazu einfach 5 Honigsäfte. Ich mache mich gleich auf den Weg und bringe das in Ordnung. Ja, Honigsäfte sind auch ein Drachenquest-Item, das wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Das heißt, die Drachenquest-Quest wird jetzt wieder stillgelegt und wir teleportieren jetzt zurück. Haben damit auch den Wegpunkt zum Gut der namenlosen Helden aktiviert. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier einen Punkt und wir teleportieren jetzt nach Akusau zurück. Und ich überlege gerade, wo es taktisch am klügsten wäre. Ich würde sagen, im Nordbezirk für 3000 Münzen. Hat eine viel gekostet, jetzt dieses Herumteleportieren, aber ist immer noch leichter als herumzufliegen. Und ich würde sagen, wir fangen... Ach fuck, wir haben noch ein paar Quests. Hahn, der Trinker, der ist aber hier. Schneiderin von Pier, er ist im Westbezirk, aber das ist jetzt auch nicht so weit weg. Und der geflügelte Tiger ist eine Rovalia-Quest. Das heißt, wir teleportieren uns am besten als erstes nach Rovalia. Wenn wir schon am Teleportieren sind, dann ist das ganz geschickt, würde ich behaupten. Teleportdienste auf nach Rovalia. In unsere Anfangsstadt. So, und hier müssen wir mit dem Ältesten sprechen. Oder mit der Ältesten, beziehungsweise. Wann ist es? Lange her, dass wir hier waren. Nein, eigentlich nicht. Aber ich liebe die Musik und die Atmosphäre hier. Es ist klasse. Es ist wirklich, wirklich klasse. Oh ja. Älteste. Quest. Der geflügelte Tiger. Ich erinnere mich an eine gequälte Seele. Eine gequälte Seele? Bei diesen starken Spannungen hatten wir nicht viel Kontakt während des Krieges. Doch es gab ein Kind unserer Rasse, das etwas anders aussah. Dann fanden wir heraus, dass der Vater des Kindes ein Chimär war. Interessant, bitte fahr fort. Sein Vater war ein Anführer des Chimärenstammes hier an der grenzenlosen Ebene. Durch die Heirat zwischen den Rassen konnten wir eine Allianz mit ihnen aufbauen. Die Mutter des Kindes starb schon sehr früh, aber dank der Liebe seines Vaters hatte er dennoch eine glückliche Kindheit. Bitte erzählt mir mehr. Er wuchs zu einem attraktiven jungen Mann heran. Er konnte sich sogar in einen geflügelten weißen Tiger verwandeln. Natürlich wurde er der beliebteste Mann in der Gegend, bei dem die Mädchen der Windelfen und Chimären ins Schwärmen gerieten. Das war fantastisch. Leider fanden ihn die Menschen und versuchten, ihn einzufangen. Sie wollten ihn als Reittier nutzen. Er widersetzte sich und wurde getötet. Und so begann die Feindseligkeit der Chimären gegenüber dem Menschen. Über diese Verletzung hinaus
wurden noch nicht einmal seine sterblichen Überreste würdig beigesetzt. Oh, ich weiß. Und wo sind denn seine Überreste? Befragt dazu die Windelfin, Einsiedlerin. Sie lebt im Süden. Ich bin nicht verstanden. Ich gehe los. Jetzt haben wir mal rausgefunden, wie der Konflikt zwischen den Chimären und den Menschen entstanden ist. Jetzt ist die Frage, warum der Konflikt sich nicht auch auf die Windelfen ausgelegt hatte. Aber okay. So, jetzt können wir wieder zu einer altbekannten reisen. Windelfen, die einsame Windelfen, Windelfen-Einsiedlerin, die ich so geliebt habe, als wir noch in Rovalia richtig tätig waren. Ja, und jetzt können wir sie wieder besuchen gehen. Yippie-yay-yay. Ich würde dazu sagen, wir fliegen rein. Wir könnten auch zum Bambusdorf teleportieren, aber der Weg ist quasi fast der gleiche. Deswegen lohnt sich das meiner Ansicht überhaupt nicht. Ich unterbreche die Aufnahme natürlich wieder, solange ich fliege, damit ihr das nicht noch... Weil es ist einfach langweilig, meiner Meinung nach. Also bis gleich. So, wir sind gleich schon wieder da. Und irgendwie vermisse ich Pupsblume. Pupblume. Also irgendwie, scheint es immer weg zu gehen, das Tierchen, wenn man teleportiert oder dergleichen. Deswegen holen wir das gleich einfach, wenn wir da im Kampfgebiet sind, auf. Und dann ist auch gut. Jetzt wollen wir einmal landen und wieder zur Windelfen-Einsiedlerin gehen, die wir so lange nicht mehr gesehen haben. Und hier steht noch ein anderer, ein Kleriker namens Preni. Mit einem gewaltigen Ausschnitt, aber das ist ja die Rüstung, die sie tragen muss. Kein Wind kann einer verletzten Seele helfen. Darf ich euch nach dem geflügelten Tiger fragen? Ich war gerade dabei, seine Überreste zu bergen, aber es war schon zu spät. Was ist los? Da war ein Wraith entlang des Pfades neben dem Phönixfluss. Ich denke, es könnte ein geflügelter Tiger gewesen sein, der vom Feind infiziert wurde. Ich werde es mir ansehen. Nehmt diesen Flammenfänger und bringt ihn zurück. Na gut. Das heißt, der Windelf, der... wir teleportieren jetzt. Keine Lust immer zu laufen. Oder zu fliegen. Das bedeutet, der Windelfen-Tiger, wie auch immer wir ihn jetzt nennen sollen, wurde von den Wraiths, also von den Monstern, infiziert. Das ist ja jetzt nicht so toll. Und jetzt teleportieren wir wieder nach Rovalia und dann nach Ecosau und dann sind wir auch schon fertig. Und diesmal in dem Westbezirk. Aber wir hätten auch einfach... Aha, ich bin so doof. Wir hätten auch einfach ganz einfach von Etherklinge nach Rovalia teleportieren können, aber das habe ich ja voll vergessen. Ja, das legt sich natürlich ein bisschen auf die Tasche, aber damit müssen wir jetzt leben und wir müssen jetzt die Schneiderin Qingping oder wie sie heißt suchen. Frau Qings, naja, okay, Schneiderin Qingpei. Oder so. Qingping ist doch... Das ist der gleiche Name, ich weiß nicht, ich merke dieses... Ich finde das ein bisschen doof, dass so viele Spiele immer asiatisch angelehnt sein müssen. Ich meine, die kommen ja auch aus dem asiatischen Bereich, aber... Oder aus dem Fantasy-Bereich, ich weiß nicht. Na gut, wir sind bei Frau Qings neuer Mantel. Frau Qing hat mich vor einigen Tagen gebeten, ihr einen neuen Mantel zu nehmen. Er ist nun fertig, aber ich habe zu viel mit den Kunden hier zu tun. Könntet ihr mir einen Gefallen tun und den Mantel bringen? Gerne doch. Das scheint ja eine schnelle Quest zu sein, wenn wir wissen, wo Frau Qing ist. Frau Qing ist nicht wirklich weit weg. Deswegen einmal bitte das Fliegen unterbrechen wieder. Ich wollte nur das Ding auf der Minimap, nein, beziehungsweise ich wollte nur kurz gucken, wo denn Frau Qing sein soll. Wir haben hier 9 Threads, aber aufgrund der massiven Dichte an Spielern, die sich hier auftut, aber das, ja, das, damit lässt sich ja leben. Wohl. Gute Miene. Ist das der Mantel von der Schneiderin? Ich hätte nie gedacht, dass sie damit so schnell fertig wird. Bitte überbringt ihr diesen Geldbetrag. Ich hoffe, dass sie ihn annehmen wird. In Ordnung. So, weil das so eine kurze Quest ist, rennen wir jetzt einmal hin und her. Ist ein bisschen blöd eigentlich, aber... Dann sind wir damit wenigstens schon mal fertig und können bald wieder raus. Und da war Barbie gerade. Ja, tatsächlich. Da hieß eine Barbie. Es gibt ja jetzt... Oh, scheiße, das wollte ich noch googeln. Es gibt ja, habe ich letztens bei SternTV gesehen, dass es... das braucht sie nicht zu machen. Wir sind doch Nachbarn. Ich muss weg.
Gut, dann behalten wir das Geld und haben jetzt 1500 Münzen erhalten, 3 Ruf, ein Himmelsstreifenfragment und die Anlage ist verschwunden. Ja, was wollte ich gerade... Genau, es gibt eine Werwolfs-Barbie. Ich frage mich gerade, ob es auch eine Vampir-Barbie gibt. Nein, ist es nicht. Eine Tier-Barbie, was soll das denn sein? So, jetzt müssen wir noch zum Hahn, dem Trunkenbold, gehen. Willkommen zurück zu Perfect World International. Wir sind immer noch in Akosau. Ich war gerade auf dem Weg zu Hahn, dem Trunkenbold. Habe ich gerade noch mal kurz nachgeguckt, weil ich die Aufnahme wieder kurzzeitig unterbrochen hatte. Ja, warum mache ich das? Das liegt einfach daran, dass ich natürlich auch nicht zu lange spielen möchte. Nicht allzu lange spielen möchte und manchmal halt müde bin und dann denke mir so, weil das ist ja schon so, in MMORPG ist ja wirklich so ein Spiel, wo man schon etwas länger dran sitzt und das ist dann nicht so cool. Ja. So, und hier haben wir wieder einen Wächter der Erde und hier oben sehen wir schon dieses Quest-Item. Ach, Quest-Logo meine ich. Nicht Item. Und hier ist Hahn der Trinker. Niemand kümmert sich um mich. Ja, wenn man trinkt, ist das nochmal ohne Ambition. Fremde. Hick. Da muss ich jetzt so leiden. Ich kann das gar nicht. Was ich mir gefallen tun? Hm? Worum geht's? Ich habe gehört, dass es jetzt einen neuen süßen Osmatus-Wein gibt. Könnt ihr mir davon etwas besorgen? Der süße Osmatus-Wein ist in der Stadt ziemlich beliebt. Der Älteste hat sicher welchen. Gut, wartet, bis ich zurück bin. So, jetzt werden wir auch noch aufgefordert, direkt mit dem Ältesten von Akosau zu sprechen. Deswegen springen wir hier einfach mal drüber und... Was, wieso sind hier so viele Menschen? Unheilig. Guck mal, das ist die Biene. Hallo, Biene. Ist anscheinend ein Magic-Bogenschützen. Die auf Magic Damage geht. Oh, guck mal, das wusste ich gar nicht, dass hier ein Level steht. Das ist neu. Weil ich gucke immer nur an den Items. Oder ich habe es immer übersehen. Weil ich gucke immer eigentlich mal an den Items, welches Level die Leute haben. Wäre jetzt ziemlich peinlich. Wenn ich schon länger so. Wenn das schon länger so ist und ich immer an den Items geguckt habe. Naja, ist ja auch egal. Ich sollte mir echt mal eine neue Fraktion zulegen. Also alleine spielen zwischen 10.000 Millionen Spielern ist schon irgendwie... Blöd. Huch. Nein, du hast mich jetzt gar nicht erschrocken, großer Bär. Nosferatu. Jetzt fliegt hier eine Fliege her. Was kann ich für euch tun, Grünschnabel? Ich hörte, ihr habt eine Flasche von kostbaren Osmatus-Wein. Aha, wir haben also dasselbe Hobby. Dieser Wein ist sehr wertvoll, aber ich kann für euch ein wenig entbehren. Süßer Osmatus-Wein ist sehr delikat und kann nicht lange gelagert werden. Deshalb solltet ihr den Wein bald genießen. Hier, probiert einen Schluck. Gerne, vielen Dank. So, jetzt haben wir den Osmatus-Wein erhalten. Ja, und deswegen können wir auch schon direkt wieder zum Hahn den Trinker geben. Wir nehmen natürlich den NPC, den Reiter für den, das Häkchen für den NPC-Namen heraus, damit wir nicht hier so einen tollen gelben Pfeil haben. Der ist für mich irgendwie störend und wir rennen jetzt bestimmt nicht gegen den Bambus. Und wir haben voll viele Quests irgendwie. Aber das war die letzte Quest, die wir in Akosau annehmen mussten und dann können wir uns auch schon wieder nach draußen begeben. Wahrscheinlich muss ich dann wieder irgendwas kurz einlagern. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken. Carlos Luis. Ja, und hier geht die Framerate schon ein bisschen runter, weil aufgrund der vielen Menschen hier. Ich weiß gar nicht, warum sind hier so viele Leute? Seid ihr alle so YouTube-geil, dass ihr mir mal ein Video wollt? Nein, bestimmt nicht. Von sowas werde ich auch niemals ausgehen. Aber es letztens jetzt einmal gefunden, mit dem ich zusammen in der ersten Fraktion, wo ich war, drin war und der
hat mich dann abonniert. Netterweise. Hm, dieser feine Geruch, kein Wunder, dass Osmatoswein so begehrt ist. Ich habe lange keinen Tropfen mit dieser Qualität gekostet. Hey, was macht ihr eigentlich hier in Akusau? Alle Helden versammeln sich hier. Vielleicht kann ich helfen. Haha, ihr seid ein Träumer. Als ich vor 2 Jahren hergekommen bin, war ich genauso wie ihr, voller Ambition, und schaut mich jetzt an. Ich habe mein ganzes Geld für Ausschweifung aller Art verschleudert und schäme mich, zurück nach Hause zu meiner Frau zu gehen. Nun, ich würde euch gerne um einen weiteren Gefallen bitten. Ich habe hier einen Brief, den ich gerne meiner Frau schicken würde. Werdet ihr mir helfen? Ihr müsst Akusau in Richtung Norden verlassen und der Straße folgen, bis ihr den Orchideentempel erreicht. Gleich nördlich davon findet ihr mein Haus. Meine arme Frau, sie wartet dort sicherlich sehnsüchtigst auf meine Rückkehr. Ich werde euch erneut behilflich sein. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch zu der Frau von dem Trunkenbold gehen, wobei ich da ein bisschen meinen Zweifel habe, dass sie ihn so wirklich vermisst. Und ja, genau, jetzt kommt die schwierige Quest mit dem kleinen Boss hier. Und ich würde sagen, wir fliegen zu der Staubbruch-Schildwache, genau. Wobei wir eigentlich... Oh fuck, ich hänge hier fest, das habe ich auch gemerkt. So. Wobei eigentlich müssten wir ungefähr hier zu diesen Felsen gehen, weil wir müssen ja noch diesen fliegenden Tiger suchen. Und der befindet sich zufälligerweise dort. Das hier mit dem, der Geflügelte nutzt den Flammenfänger, um die Seele des geflügelten Tigers zu finden und einzufangen. Ihr könnt sie bei den großen Felsen zwischen Phönixfluss und den Minen finden. Und wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, hier sind die Minen, hier ist der Phönixfluss, der Berg ist ein bisschen klein, also es ist der hier. Also die Höhe ist passend, da können wir einfach auf W drücken, dann fliegt sie geradeaus. Scheiße, muss ich nicht noch mit Windelfen... Jo, muss noch mit Windelfen, easy. Gut, dass mir das noch einfällt. Dann müssen wir einmal kurz umdrehen. Entschuldigung, hatte ich jetzt vergessen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt allzu tragisch sein sollte, dass ich das vergessen habe. Deswegen, wir fliegen jetzt... Ach, ich glaube, weiß nicht, für ein Laufen wirkt irgendwie schneller als dieses Fliegen. Gute Biene, wieso sehen wir heute nur Bienen? Hallo Biene. Ein bisschen rötlich. Ich sollte echt aufhören, über andere Spiele zu urteilen. Tomoa Kun oder so. Ich habe den Namen jetzt nicht lesen können. Wer reitet da? L irgendwas. Hm. So. Aber irgendwie muss ich ja die Leute anheitern. Windelfen, Hisi. Hallo. Neuigkeiten von Windelflan. Ich fand ihn in Ätherklinge. Erinnert sich an nichts. Meine Intuition sagt mir, dass es Lan ist. Wie konnte er mich vergessen? Dies ist der Beute, den ich gemacht habe, bevor er in die Schlacht zog. Ich habe 2 davon gemacht. Jeder von uns hatte einen. Könntet ihr ihm einen bringen? Vielleicht erinnert er sich an uns, wenn er ihn sieht. Ich hoffe, es funktioniert. Das heißt, wir müssten dann natürlich wieder zurück zu... Ach Quatsch, jetzt fliege ich schon wieder zur Staubwache. Spuckstaubwache da. Aber wir wollen ja zu den Minen erstmal, um die Seele des Tigers einzufangen. Ja, das heißt, wir müssen gleich wieder nach in die Ätherklinge rein. Ne, nach Ätherklinge ist ja eine Stadt. Zu Ätherklinge, nach Essen. Nach Ätherklinge müssen wir uns teleportieren, um dort dem Lan helfen zu können, hoffentlich. Ja, wie wir das ja natürlich immer regeln, es ist ein etwas längerer Flug, und da ich gerade nicht so viel Sprichstoff auf dem Flug habe, würde ich sagen, wir unterbrechen hier kurz die Aufnahme und sehen uns gleich wieder, wenn wir an dem Felsen am Phönixfluss sind.